Wer ist verantwortlich? Wir lesen in Hesekiel 18, 20, denn nur wer sündigt, der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht die Schuld des Sohnes tragen. Was hier deutlich wird in der Bibel, ist das, wir haben uns zuletzt schon angeschaut, ist, dass Gott hier eine Zäsur macht. Er macht etwas deutlich. Er will sich jedes Leben einzeln anschauen. Denn das war der Vorwurf. Die, die da im Gericht waren, im Exil, aufgrund von dessen, was die Eltern gemacht haben und die Vorfahren, da kam jetzt diese Klage auf. Ja, wir müssen die Lasten der anderen tragen, haben wir doch gar nichts mit zu tun. Aber die Bibel zeigt hier, Moment mal, das sind die falschen Gedanken. Das ist nicht korrekt, in dieser Weise zu denken, sondern jeder steht einzeln vor Gott. Und da ist eine wunderbare Botschaft drin, nämlich zum einen, ich brauche nicht leben in diesen Gedanken, oh, das ist meine Abstammung, oh, das sind die Fußstapfen, das ist meine Herkunft, was soll ich denn machen und so weiter. Mag sein, dass wir es vielleicht nicht so gut getroffen haben wie andere, aber es bedeutet gleichzeitig, es ist auch nicht das, was die Zukunft bereithält, sondern in Jesus Christus, indem wir seine Wege folgen, indem wir uns auf ihn stellen, dürfen wir mit ihm auch einen Neuanfang haben. Mit ihm dürfen wir letztendlich in diese Freiheit hineinkommen und wachsen. Und wer ist dann verantwortlich? Nun, ich bin verantwortlich für mein Leben. Du bist verantwortlich für dein Leben. Jeder Mensch steht letztendlich einzeln vor Gott. Und in dieser Weise dürfen und sollen wir leben, in der eigenen Verantwortung, in der eigenen Gemeinschaft, in der eigenen Kommunikation, in dem eigenen Austauschen mit Gott, indem wir in sein Wort schauen, indem wir uns von ihm prägen und verändern lassen. Denn das ist, was die Bibel da sagt. Am Ende im Vers 31, da heißt es, ein neues Herz und einen neuen Geist will ich ihnen schenken. Da macht Gott etwas deutlich. Ich möchte ganz persönlich werden. Ich möchte ganz persönlich ins Herz. Ich möchte ganz persönlich nicht, oh, das haben die Eltern und das war dies und jenes. Nein, sondern ich möchte individuell in Beziehung leben mit jedem Einzelnen. Ich will Leben geben, macht Gott hier deutlich. Und in dieser Weise dürfen wir auf uns selber schauen und letztendlich auf Gott schauen. Wir müssen nicht nach rechts, nach links schauen, wir müssen nicht nach Gründen und Ausreden finden, sondern wir dürfen vor ihn treten und dürfen von ihm empfangen und dürfen diese Freiheit und diese Güte und diese Liebe, die in Jesus Christus uns geschenkt ist, annehmen. Und wir dürfen aus ihr heraus leben und wir dürfen sie weitergeben. Der davon ablenken will, ist der Feind. Er will anklagen, er will unseren Blick richten auf immer das, was eben nicht gut ist, auf das, was schwierig ist, auf das, was herausfordernd ist. Er will immer diese Rechtfertigung. Er will, dass wir nach rechts und links schauen. Aber wer ist verantwortlich? Letztendlich wir sind verantwortlich. Aber wir dürfen Gnade empfangen und dürfen aus dieser Gnade herausleben. Das wünsche ich uns von Herzen, dass wir das empfangen, dass wir das leben und weitergeben. Gott segne euch und wir sehen uns gerne wieder.